1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, liebe Freunde von Herz, Seele, Ball, heute bin ich in Vogelsang. Und da gibt es ein wunderbares Kino. Die Belgier haben das früher betrieben. Jetzt ist es das Kulturkino, wenn man so will, der Stadt Schleiden. Und hier finden alle möglichen Veranstaltungen statt. Schöne Bühne. 1000 Leute passen hier rein. Und ich hoffe, dass ich hier einen schönen Film unterbringen kann, nämlich Das Glaszimmer und einen Brief an Adolf Hitler. Aber wer weiß, vielleicht lande ich auch mal mit Wolfgang Bosbach hier auf der Bühne oder, das passt eigentlich nicht so richtig hierhin, mit Günter Netzer. Ich glaube doch, Netzer passt auch hierhin. Also, Herz, Seele, Ball, die Ausgabe für Dienstag. So, die Rückreise. Ich müsste das vielleicht doch noch ein bisschen genauer erklären, da mit Vogelsang. Und im Kino, das ist eine Gedenkstätte, ein Ort, ein magischer Ort, den man mal besuchen sollte, denn genau dort hat Adolf Hitler den Herrenmenschen sozusagen erziehen und erschaffen wollen. Ein magischer Ort, es lohnt sich da mal hinzufahren, gerade mit jungen Menschen, da gibt es eine sehr interessante Ausstellung und wenn ich gerade erzählt habe, dass es da ein Buch gibt und einen Film gibt mit dem Glaszimmer, dann hat das etwas damit zu tun, dass das Buch in meinem Verlag verlegt wurde. Und wie gesagt, wir wollen in diesem Kino diesen Film demnächst mal zeigen für Kinder und Jugendliche im Rahmen ihres Unterrichts. Ja, es muss nicht immer Fußball sein. Ich sag's euch ja jedes Mal. Kommt, ein Foto habe ich noch gemacht aus dem Inneren dieser Einrichtung. Und schaut euch das an, das war sozusagen das Restaurant der Herrenmenschen. Da haben sie dann abends zusammengesessen, Bier getrunken und wahrscheinlich deutsche Gerichte zu sich genommen. Fahrt mal hin, es lohnt sich, definitiv. Es muss nicht immer Fußball sein, aber natürlich ist es auch heute wieder Fußball. Zum Teil jedenfalls. Also die Sache mit Tuchel und Conte hat mich natürlich beschäftigt. Kleines Foto habe ich hier rausgeklippt. Die beiden sind ja richtig aneinander geraten nach ihrem 2:2 und man hat sie kaum auseinander bekommen, wie man auch hier auf dem Foto sehen kann. Das ist schon ziemlich verrückt, dass Fußballtrainer, die ja eigentlich auch ein Vorbild sein sollten, so aneinander geraten. Tuchel hat aber danach erklärt, alles ganz normal und wir haben es beide genossen. Naja, ganz so war es sicherlich nicht, aber wenn danach dann irgendwann auch wieder Frieden herrscht, dann ist ja gut. Kleine Unterbrechung, bin gleich wieder da. Schatz, Kinder, es reicht. Wir wechseln alle zur Telekom. Oh, heißt das, ich surfe unterwegs mit 5G? Kriegen wir dann mehr Datenvolumen? Ja, genau. Die neuen Magenta-Mobilangebote im größten 5G-Netz. Ab der dritten Karte nur 9,95 Euro monatlich pro Karte. Mehr teilen, mehr erleben, mehr sparen. Für alle, die Familie sind. Nur bei der Telekom. Und da bin ich schon wieder. Lothar Matthäus, unser aller Weltfußballer aus dem Jahre 89 und 90, meint, dass Musiala, auch Bambi genannt, der nächste Weltfußballer aus Deutschland ist. Kann sein. Was der Junge in den jungen Jahren in der Lage ist zu leisten, das ist schon mehr als beeindruckend. Aber man muss auch aufpassen, dass man ihn nicht verheizt und dass man die Erwartungshaltung auch nicht zu hoch hängt. Auch sowas kann ja für einen jungen Fußballer durchaus gefährlich sein. Und dann lese ich überall gerade, ach, wie schön, dass Schalke wieder da ist in der Bundesliga. Und ich hoffe, dass die Leute auch außerhalb von Schalke begreifen, ja, da ist Fußballkultur, da wird das noch ein bisschen anders verstanden als in anderen Städten. Und man hat ja auch nicht viel mehr als Fußball. Ja, ich halte mich ja links. In diesem Sinne, Freunde, kurze Ausgabe, mal wieder von der Autobahn. Und wir sehen uns wieder, wenn es dann heißt Herz, Seele, Ball, morgen. Tschüss. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.